Branche jetzt auch ethisch? Das ist sicherlich ein hoher Anspruch und genau das werden wir schaffen. Und zwar der Hintergrund ist, wir sind überzeugt, dass die Immobilienbranche die drei P's erfüllen muss. Sie braucht Produkte, die nachhaltig sind, wir brauchen Prozesse, die das ethische Handeln ermöglichen und wir brauchen Personen, die wirklich die Nachhaltigkeit leben, die das notwendige Wissen haben. Das Wissen haben wir heute gehört und jetzt glaube ich, dass wir wirklich am Sprung sind, dass wir auch ethisch werden. Mhm. Welche Schritte sind dafür notwendig? Ja, die Schritte sind dafür notwendig, dass man Compliance-Standards definiert und einhält, dass man sich bewusst damit auseinandersetzt. Aber das Spannendste ist, es ist eben nicht eindimensional, sondern das Thema ist mannigfaltig. Und wenn man sich dieser Vielfalt stellt und sich bewusst macht, was es bedeutet, wirklich ganzheitlich nachhaltig zu agieren, dann glaube ich, sind wir am richtigen Weg. Weil ganz konkret, wie ich begonnen habe mit der Nachhaltigkeit, da habe ich mir überlegt, eigentlich können wir alles, nur nicht ethisch. Und dementsprechend glaube ich, dass wir uns jetzt verändert haben und dass wir jetzt bereit sind und vor allem die ersten Vorreiter zeigen, wie es möglich ist. Eine CAIMO, eine EHL und vor allem Raumbergbau, das sind Unternehmen, die heute ethisch zertifiziert worden sind. Sprich, sie haben bewiesen, dass sie Compliance-Standards einhalten und damit haben wir erstmals in Österreich eine Branche, die sich wirklich auch zertifizieren lässt auf vorhandene Selbstregulierungen. Und das, glaube ich, ist, glaube ich, der richtige Schritt, um das Thema insgesamt voranzubringen. Also keine Welle, die einfach wieder abebbt. Ja, hoffentlich auch mit euch werden wir das Thema am Köcheln halten. Am Ende ist wichtig, dass wir gemeinsam es schaffen, es in die Köpfe zu bringen. Und wir wollen in Zeiten von Korruptionsausschuss, in Zeiten von Themen wie Bestechung etc. wirklich zeigen, dass es anders auch geht. Und es geht uns nicht um Gutmenschen. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Es geht um gutes Management. Mhm. Weil wenn jemand unter 50 ist, dann hat er noch ein paar Jahre bis zur Pension und man sieht sich mehr als einmal und dementsprechend ist es wichtig, auch eben ethisch zu handeln und hier auf Partnerschaften langfristig im Markt zu agieren. Also gemeinsam besser machen. Genau das ist der Spruch und genau das ist nachhaltig.